Wo ist Bazoo? Ja, wo ist dieser Bazoo? Das ist die große Preisfrage hier bei Little Big Adventure 2. Und ich glaube, wir sind hier auf der völlig falschen Insel. Hab nochmal drüber nachgedacht. Ich glaube, Bazoo war da in der Wüste irgendwo. Das heißt, wir müssen wieder mit der Fähre rüberschiffen. Wieder Geld ausgeben. Aber okay, werden wir tun. Schau ich mal, wo die Fähre denn nochmal abgelegt hat. Oh, dieser Hund. Dieser verdammte Hund. Diese verdammte Aliens überhaupt hier. Den würde ich gerne mal eine aufs Maul hauen. Aber nein, dann bekomme ich ja was zurück. Dann bekomme ich Haue zurück. Und zwar nicht wenig. Und das tut mir sehr, sehr aua, aua machen. Ne, ich glaube, hier hoch sind wir falsch, ne? Jop. Herrje, wo ist denn die Fähre wieder? Kann ich nicht zur Fähre fahren? Ne, das kostet Cashes. Besser wäre doch Cashes eigentlich. Aber naja. Ich glaube, die war doch hier vorne, ne? Oh ne, hier ist unser Haus. Oh, diese Orientierung hier im Spiel. Ist nur schlimmer bei Ark. Ark kennt ihr sicherlich auch, ne? Das habe ich jetzt auch Let's Blade. Mit dem blauen Affen ist ein anderer Spieler. Macht mir sehr viel Spaß. Ist auch ganz nett hier, das kleine Spiel da, das Ark. Ah, jetzt weiß ich wieder, wo die Fähre ist. So. Aber ist halt kein Classic Adventure, sondern so ein Survival-Game mit Dinos. Gut, können wir noch bezahlen, aber ich glaube, wir sollten dann nochmal dieses Ballonspiel spielen, wenn wir in der Wüste sind. Hallo. Willkommen bei der Inselfähre, Herr Twinsen. Ich kann Sie für 10 Cashes fahren. Wohin wollen Sie? Boah, auf die Wüsteninsel. Ich hab doch gesagt, auf die Wüsteninsel, hallo? Guten Tag. Ich kann... Hier. Auf die Wüsteninsel. Du besitzt eine Fahrkarte für die Fähre. Ja, ich weiß. Ich hoffe mal, wenn wir den Dino-Fly dann haben, dass wir nicht ständig Geld ausgeben müssen, um zu fahren. Jetzt haben wir nur noch 13 Cashes wieder. Mann, Mann, Mann. So, legen wir nochmal ab, ne? Schiff, ahoi! Bring uns mal sicher rüber. Die Karte ist in Ordnung, Herr Twinsen. Steigen Sie ein. Und gute Reise. Nein, das will ich doch wohl hoffen. Sie ist nicht gefälscht. Und Schiff legt wieder ab. Und auf Nimmerwiedersehen kann ich ja schlecht sagen. Ist ja unser Zuhause. Da kommen wir sicherlich nochmal hin. Wo könnten Bazoo auf dieser Wüsteninsel sein? Huch. Da kommt immer ein anderes Bild. Oh, fliegende Fische. Und einer voll in die Fresse. Oh, und diesmal haben wir andere Mitfahrer noch. Ii. Na, wenigstens kriegt man da immer was zu sehen, ne? Und da wären wir. Das kleine Ding, was da hinten baumelt, ist wahrscheinlich so ein kleines Rettungsbötchen. Falls dann doch mal das Große hier untergehen sollte. Ach, wir könnten unserer Strandschönheit nochmal einen Besuch abstatten. Und sagen, wir sind wieder da. Es kann weitergehen mit unserer Liaison. Nein. Nein, nein. Wir betrügen ja unsere Frau nicht. Wir haben keine Affäre. Yep. So, nein, 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 nein. Du kriegst mich nicht. Drecksack. So, jetzt muss ich erstmal den Bazoo wiederfinden. Wo war der? Ich glaube einfach alle Häuser wieder ab. Irgendwo ist er ja mit Sicherheit. Sechs Mülltonnen, Fuzzi! Oh. Das ist doch zum Mäuse-Melken. Oder zum Dino-Fly-Melken. So. Gut, jetzt gucke ich mal. Nein, Inselfähre, nicht Bazoo.
Da war, glaube ich, die Schule, oder? Nee, es könnte Bazoo sein. Ja, anspringen wollen wir den natürlich nicht. Guten Tag. Guten Tag. Willkommen in meinem Laden. Stellen Sie sich vor den gewünschten Gegenstand und drücken Sie Aktion. Nein. Scheint wohl nicht unsere gesuchte Person zu sein. Was ein Kommunikationsgerät hätte der für uns, genau. So war das. Falschspieler! Was? Falschspieler? Ach, die da hinten, die Boccia spielen. Ich dachte schon, ich bin ein Falschspieler, der meint mich. Das ist Bazoo, ja. Das sieht man doch, oder? Hallo. Oh, Sie sind's. Guten Tag. Wissen Sie, ich mache mir doch ein wenig Sorgen. Seit er weg ist, habe ich kein Lebenszeichen mehr von Meister Kerauk erhalten. Das macht er sonst nie. Irgendwie kommt es mir komisch vor. Naja, der ist in der Zauberschule. Und hat mich vor 3 Prüfungen gestellt. Oh. Drecksack. Oh, beinahe wäre ich ins Wasser gefallen. Hui. Das war knapp. Bazoo ist aber auch nicht hier drin, ne? Da ist die Strandbar oder was das da immer ist. Ist denn unser Bazoo? Mensch. Hab ich jetzt ganz vergessen, wo der ist. Wo geht's hier rein? Ist das vielleicht Bazoo? Das könnte sein, oder? Hallo, Jerome. Oh, das ist Jerome. Hallo, Tinsen. Auch mit diesem besonders guten Teleskop habe ich nur ein paar fliegende Untertassen hinter dem Mond vorbeihuschen sehen. Die Esmerier müssen wohl auf der anderen Seite leben. Ja, ja, alles. Und hier ist das Funksprechgerät, das ich für dich gemacht habe. Hatte vergessen, es dir zu geben. Tut mir leid. Aber ich bin mir sicher, dass es dir noch gute Dienste leisten wird. Hä? Soll man jetzt Bazoo suchen? Bazoo? Das ist doch Jerome. Was soll das denn? Du besitzt jetzt ein Funksprechgerät. Haben die vielleicht Jerome gesagt? Mit ihm kannst du Anrufe deiner Freunde empfangen. Ja, schön. Schön. Welche Freunde? Wir sind jedermanns Freund. Da ruft uns jeder wohl an. Alles klar. Haben wir es jetzt wenigstens. Aber habe ich mich da irgendwie getäuscht, dass die vielleicht Jerome... Huch. Hallo, Twinsen. Ich habe das Auto repariert. Kannst du es ausprobieren? Ich bringe es dir auf die Wüsteninsel. Ey, geil. Danke, Frau. Was für ein Service. Schön. Yes, da haben wir jetzt das Wüstenauto. Bloß, wo ist das? Wo lagert die das denn? Vielleicht am Hafen? Schau ich mal. Also hier an der Fähre. Aber geil. Wir haben das Auto. Und dann überfahre ich euch alle. Drecksäcke. Na, da steht sie tatsächlich. Aber ich muss nochmal sagen, ist es jetzt Bazoo oder Jerome? Die haben doch Bazoo gesagt. Naja, vielleicht heißt der Jerome Bazoo. Keine Ahnung. Doppelnamen. Twinsen, probier doch bitte aus, ob das Auto richtig funktioniert. Du kannst ja auf der Rennstrecke oder in der Wüste ein paar Runden drehen. Und wo ich schon mal hier bin, werde ich einige Einkäufe erledigen. Wir sehen uns dann zu Hause. Alles klar, was willst du denn hier kaufen? Ein bisschen shoppen gehen von meinem Geld. So ist das. Na gut, ich erlaub's dir. Du hast ja auch schließlich das Auto gebracht. Geil. Geil. Na okay, überfahren kann ich hier leider nicht. Mist. Schade, schade, schade. Ach, Kacke. Okay, was soll's. Werde ich mal zur Rennstrecke fahren. Hoho, Dünen! Oh, wer bist denn du? Den kennen wir auch noch nicht, oder? Moment. Hallo? Du da? Guten Tag. Guten Tag. Ich gehe sehr gern in der Wüste spazieren und suche Sandrosen. In ihnen stecken alle möglichen Schätze. Ja, das wissen wir schon. Für die eine oder andere, ja, sage ich mal, sind wir über die eine oder andere drüber gelatscht. Und weiter geht's. Ey, das Auto macht Spaß. Es macht wirklich Spaß.
Und tschüss. Waren wir hier schon drin? Ich glaube auch noch nicht, ne? Ich muss mich doch nochmal umschauen. Ne, hier waren wir noch nicht. Ach, da sitzt wieder so einer, irgend so ein Betrunkener. Den geht's wohl überall. Guten Tag. 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 Diese Esmeria sind wirklich sympathisch. Sie laden immer alle ein, sogar die Magier. Aber auf das Frauendampfbad passe ich gut auf. Der Erste, der dort einen Fuß reinsetzt, bekommt es mit mir zu tun. Ja, er hat erstmal einen geilen Dialekt. Und zweitens, ja, das Frauendampfbad ist tabu. Für die Esmeria ist auch gut so. Guten Tag. Hallo. Hallo. Die Esmer. Esmer. Also diese Fremden da. Oh, Esmeria. Die sind echt nett. Geben ständig einen aus. Oh, Kumpel. Das ist genau nur Taktik von denen. Ja, und der freut sich natürlich auch. Die wollen sich mit uns anfreunden. Und dann nehmen sie uns aus. Wie Weihnachtsgänse. Oh, hier gibt's noch mehr. Hallo. Hallo. Guten Tag. Mir ist das in diesem Dampfbad zu heiß. Manchmal ist es so heiß hier, dass ich Halluzinationen bekomme. Dann sehe ich überall Magier. Ja, die Magierschule ist ja auch ganz hier in der Nähe. Und mit dir brauche ich erst gar nicht reden. Du sagst eh immer nur dasselbe. Da ist das Herrendampfbad. Glaube ich, hoffe ich. Bist du eine Frau oder ein Mann? Guten Tag. Guten Tag. Puh, heiß ist es hier drin. Aber es tut einfach unglaublich gut. Und jetzt bin ich mir gar nicht mehr sicher. Ich glaube, wir sind im Frauendampfbad gelandet. Mal schnell raus, bevor... Ups. Wir hier Ärger kriegen. Entschuldigung. Und da ist wahrscheinlich das Männerdampfbad. Nein, das ist Frauen... Raus, aber schnell. Ja, ich gehe. Entschuldigung. Tschüss. Ja. Wir sind schon ein Wüstling, ne? Ein Wüstling mit einer Karre. Und tschüss. Ich ersuche doch mal wieder die Rennstrecke. Da ist das hier. Dann machen wir nachher noch einen Ballonschießen. Kakteen weichen wir mal lieber aus. Aber wo ist denn jetzt die Rennstrecke? Ich glaube hier lang, ne? Da ist er, ja. Komm, jetzt müssen wir gegen den einen gewinnen. Ich möchte mal gegen den fahren. So. Jetzt sind wir hier am Start. Aber... Wie mache ich das denn? Hey! Hey! Ich bin der Beste hier. Mit mir kann's keiner aufnehmen. Kannst es ja versuchen, wenn du willst. Moment! Jetzt! Wow, wir fallen hier fast runter. Verloren. Ach, Idiot. Ja, weißt du, wie schwierig hier die Steuerung ist? Wenn wir die Kamera auch immer drehen müssen. Verloren. Wir probieren es nochmal, oder? Oh Gott. Das ist ja keine Rennsimulation. Wissen wir ja, so. Ich bin der Beste hier. Mit mir kann's keiner aufnehmen. Kannst es ja versuchen, wenn du willst. Ja, versuchen wir nochmal und... Los! Verloren. Ah, es war ein Frühstart. Verloren. Okay, warten wir nochmal. Warten wir nochmal ab. Ich möchte gegen den nochmal gewinnen. Komm schon. Ja, danach holen wir uns diese Wüstenpflanze hier. Oder Wüstenblume.
sehen, ob ich das hinbekomme mit diesem Buggy. Ich bin der Beste hier. Mit mir kann's keiner aufnehmen. Kannst es ja mal versuchen, wenn du willst. Ja. Leider können wir unser Auto auch nicht tunen. Dass es irgendwie schneller fährt. Nein. Nicht schon wieder. Ach. Komm schon. Über den Wolken ist die Freiheit. Verloren. Was? Verloren? Wieso verloren? Oh, jetzt. Was soll das denn? Jetzt habe ich keine Lust mehr. Tschüss. Wiedersehen. Probier es vielleicht bei Gelegenheit nochmal, aber wenn wir die ganze Zeit nur verlieren, habe ich keine Lust mehr. Kommen wir da irgendwie hoch? Nee. Wie sieht es aus mit unserer Lebensenergie? Ja, gut, auf die Hälfte schon geschrumpft. Müssen wir nachher nochmal in das Loch. Da ist die Rampe. Dann müssen wir hoch. Ah, ja. Jetzt muss ich mal schauen, ob wir hier wirklich irgendwo hochkommen. Irgendwie muss das ja gehen, ne? Ah, hier ist das hier. Hier kommen wir nicht lang. Ah, ja. Doch, das Tor ist offen. Das Tor ist mittlerweile offen. Seht ihr das? Plötzlich. Aber trotzdem, mit dem Gefährt können wir nicht da rein. Aber die Tore sind offen. Das heißt, wir müssen nicht mehr außen rumlaufen. Das ist schön. Das ist doch fein. Aha, schaut mal. So, ich darf hier bloß nicht runterfallen. So. Jetzt aber. 1, 2, 3. Volle Kraft voraus. Sehr geil. Wir haben es geschafft. Jetzt muss ich nur noch gut zur Blume kommen. Dazu steige ich lieber aus. So. Mist, das ist unser Gefährt im Weg. Mal Rückwärtsgang. So, aber wenn es jetzt da oben liegt, da oben bleibt dann und wir fallen runter, dann kommen wir nicht mehr da hoch. Das wäre schlecht, deswegen hier oben Vorsicht. Langsam laufen. Und da haben wir sie. Sehr schön. Du hast gerade eine ungeduldige Balsamine gepflückt. Yes! Yes. Gut, jetzt haben wir die zweite Prüfung auch bestanden. Diese ungeduldige Balsamine. Alles klärchen. So, und jetzt geht's ab. Oder auch nicht. Hier runter können wir gar nicht mehr fahren. Kommen wir denn jetzt hier runter? Nein, mein Wüstenbuggy. Kacke. Shit. Jetzt kommen wir auch nicht mehr hoch. Ich will zu meinem Wüstenbuggy. Mist. Kann man da irgendwie laden? Ja, komm, dann machen wir es halt nochmal. Was soll's? Und nochmal springen. Ich muss hier doch irgendwie runterfahren dann können. Schau ich gleich nochmal. So, holen wir nochmal die ungeduldige Balsamine. Vorsichtig. Ganz vorsichtig. Irgendwann muss es hier runtergehen. Ich möchte meinen Buggy nicht hier oben lassen. Das ist nämlich toll. Ich möchte nochmal gegen den irgendwann antreten. Du hast gerade eine ungeduldige Balsamine gepflückt. Und möchte hier einfach noch ein bisschen durch die Dünen flitzen. Das ist ein tolles Gimmick. Da erinnere ich mich gar nicht mehr. Richtig klasse gemacht hier mit dem Gefährt. Aber wo geht's hier wieder runter?
Hier sind wir halb in der Grafik drin. Vielleicht hier? Ah ja, gut. Und? Yep. So. Sind wir komisch gesprungen, aber egal. So, ich glaube zum Abschluss hole ich mir einfach nochmal ein bisschen Lebensenergie, ein paar Kasches. So, jetzt müssen wir uns wieder sputen. Wir rennen jetzt einfach schnurstracks in den Tempel, dann hält uns keiner auf. Halte den! Ha, Pech gehabt. Halte den! Ja, ja, halte den Dieb. Halte den! Machen wir wieder was Illegales. Halte den! Halt's Maul. So. Gut, jetzt gehen wir wieder raus und jetzt ist wieder alles in Ordnung, ne? Außer, dass wir den Rasen natürlich nicht betreten dürfen. Entschuldigung. Guten Tag. Drei Pfeile und eine Runde Munition für die Schießbude kosten 4 Kaschen. Naja, nehmen wir, müssen wir. Einverstanden. Du hast 3 Pfeile wiederbekommen. Müssen wir tun, leider. Sonst habe ich nachher nichts mehr. Okay, wie war das? Ins Inventar. Da ist die Balsamine. Schön. Mittlerweile ist es ganz gut gefüllt eigentlich. Geht noch mehr, aber immerhin. So, richtig positionieren. Und Eimer. Das zweite folgt zugleich. Hoffe ich. Und zack, sehr schön. Felicitazione! Sie haben gewonnen, großartige Balance. Bravo, amico caro, bravo, bravo. Bellissimo, schön. Und wieder. Geht's da runter. Gut, jetzt war das hier. Mittlerweile beherrsche ich das ja ganz gut. So, einmal springen. Dann einmal runter. Haben wir wieder 60 Kasches. So, jetzt wäre ich beinahe, ich dachte, ich wäre beinahe runtergefallen. So, aber bevor ich mich wieder bei den Spießen verletze, einfach hier und dann kriegen wir wieder Herzen. Herzen? Gratuliere. Ja, gratuliere zu nichts. Ich dachte, wir würden wieder was kriegen, Lebensenergie. Aber nein, ist wohl jetzt nicht der Fall. Ah, blöd. Entschuldigung, dass ich schon zum zweiten Mal hier illegal reingegangen bin, aber es macht Spaß. So, da werden wir wohl jetzt öfter mitfahren. Schade, dass wir das nur hier nutzen können. Ich denke, das können wir nicht mitschleppen. Das macht aber wirklich Spaß. Sorry dafür, ich muss hier mal kurz eine Runde drehen. Das ist geil. Tolles Gefährt. Ich brauche aber Herzen. Vielleicht bekommen wir hier bei der Palme was. Komm mal her. Gib uns mal... Magie. Ah, nein, das verlieren wir nur noch mehr. Fahr ich nochmal einmal im Kreis. Ja, wir sollten jetzt eigentlich zum Magier. Ach, wir kriegen ja auch Heilmagie. Wir kriegen da Heilmagie. Da schaue ich dir jetzt doch nochmal. Ich glaube, da können wir uns dann selbst heilen. Wieso holt jetzt hier überhaupt die Herzen? Und hier gibt's gar nichts. So. Dann fahren wir jetzt zum Magier, oder? Mal schön hier drüber. Ja, ich dachte, die wollte Einkäufe tätigen. Jetzt gammelt die da rum. Egal, kann machen, was sie will, oder? So, da die Tür ja offen ist, können wir tatsächlich hier rein. So. Und einmal sportlich über den Friedhof gehüpft. Den versuche ich dann auch mal mit der Heilmagie zu heilen. Falsch. So, hier sind wir richtig. Hinein in die gute Stube. Und wir beenden jetzt mal die Folge. Ja, genau. Wir hören jetzt erstmal auf. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Vor allem das Wüstenbuggy macht wirklich saumäßig viel Spaß. Müsst ihr mal ausprobieren. Installiert einfach mal Little Big Adventure 2, wenn ihr es habt. Und fahrt ein bisschen mit dem Buggy rum. Gut, also ich verabschiede mich von euch.
Wir sehen uns dann in der nächsten Episode. Ich freue mich, ihr hoffentlich auch. Bis dahin alles Gute und auf Wiedersehen.